Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ja, endlich ist es soweit. Ich habe mal wieder ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich glaube, ich habe gefühlt über 2 Monate kein Aufgebraucht-Video mehr hochgeladen. Kann das sein? Eigentlich war es immer früher so, ich habe jeden Monat ein Aufgebraucht-Video hochgeladen. Aber irgendwie hatte ich jetzt auch die Tage oder die letzten Wochen nie so die Masse. Egal, jetzt glaube ich, habe ich allerdings für ein Video genug Zeug und ich fange mal an. Erkläre euch was über die Produkte, wie ich sie fand. Ich denke, die meisten von euch kennen Aufgebraucht-Videos. Manche Sachen wiederholen sich bei mir, aber vieles auch nicht, weil ich halt gerne Produkte wechsle. Also ich benutze nicht immer nur eine Tagespflege, nein. Ich benutze manchmal sogar 3 verschiedene. Ich glaube, im Moment habe ich 4 offen. Ich merke einfach, meiner Haut tut es unheimlich gut, wenn ich wechsle. Bei Binden eher weniger. Das ist so meine Nummer 1, beziehungsweise Slip-Einlagen. Das sind jetzt die von Carefree, die etwas größeren. Hier steht jetzt Größe L. Die finde ich eigentlich so für den Slip, sage ich mal, super. Also von der Größe her komme ich super mit klar. Ich glaube, es ist noch ein bisschen, ich mache es mal ein bisschen dunkler, das Ringlicht. So müsste es besser gehen. Ja, also ich finde die klasse, die kleben. Für mich ist wichtig, dass die auch gut halten. Und das tun die. Ne, die drückst du an und da verrutscht nichts und sie saugen auch gut. Also ja, die finde ich, die Carefree finde ich super. Wie gesagt, ich habe ja längere Zeit jetzt kein Video hochgeladen. Ich glaube, ich muss mal gleich was aufheben. Diese hier waren jetzt auch nicht schlecht, fand ich aber von der Oberfläche nicht so gut. Das war, wie soll ich das beschreiben? Hier von Carefree, das fand ich, das war mehr so ein Baumwollgefühl. Und die hier von Always, das war wie so Kunststoff. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Die haben auch super geklebt im Slip, die haben auch super geschützt. Das waren jetzt auch längere, Long Plus steht hier. Was steht hier noch? Dailies, 100%, ja. Die waren auch gut, aber die hole ich mir nicht nochmal nach. Irgendwie von der Oberfläche her fand ich die nicht so angenehm wie die von Carefree. Ja, ich muss mal eben abtauchen. Ihr habt gehört, es ist mir gerade was runtergefallen. Uah. Dann machen wir damit auch gleich weiter. Und zwar von Goldwell Dual Senses. Das ist so, da bin ich drauf gestoßen durch meinen Friseur. Ich hole mir das oft beim Friseur, die Produkte, aber auch bei Amazon habe ich sie schon bestellt. Das ist jetzt das Color, also extra für koloriertes Haar. Der Conditioner, genau, 200 ml. Es kostet natürlich einiges mehr, wie jetzt Balea oder auch andere Sachen aus der Drogerie. Aber gerade auch bei dem Conditioner brauche ich ganz, ganz wenig nur. Und danach kann ich wirklich fast ziepenfrei meine Haare durchkämmen. Und das ist mir wichtig bei einem Conditioner. Nichtsdestotrotz habe ich auch Drogerie-Conditioner, Spülungen. Aber ich greife ab und zu halt auch zu den ja, Friseurprodukten, sage ich jetzt mal. So, Kaffee, ein kleiner Kaffee. Und dann mache ich mal hier weiter mit Putzsachen. Mittendrin kommt jetzt mal was zum Putzen und man sieht schon den Frosch. Ab und zu denke ich dran. Einige von euch interessiert es. Ich habe irgendwann mal gefragt, interessiert ihr euch für Putzprodukte? Da viele von euch gesagt, ja. Jetzt nehme ich mal ein paar mit rein. Der Essigreiniger, der ist super. Im Badezimmer benutze ich den. Waschbecken, Dusche, Toilette, alles. Also das ist so, ja, finde ich von der Marke Frosch irgendwie... Ich hatte auch schon mal einen anderen Essigreiniger, aber der war nicht so gut wie der hier. Ja, ich stehe auf Frosch. Genauso wie beim der Glasreiniger, Spiritus Glasreiniger hier von Frosch. Hier sieht man noch einen kleinen Produktrückstand, so leicht grünlich. Finde ich auch großartig für Glas, für Fenster. Der stand jetzt, den habe ich jetzt immer benutzt für im Badezimmer. Im Badezimmer habe ich einen großen Spiegelschrank und da kam der immer zum Zuge. Und dann machen wir auch gleich weiter. Habe ich auch Essig-WC-Reiniger. Aktuell habe ich von Frosch auch einen WC-Reiniger. Ich glaube, den
Es gibt ja den mit Lavendel und mit Himbeer. Ich glaube mit Himbeere. Ja, aber der hier, ich meine, der riecht jetzt nach Essig. Der riecht jetzt nicht irgendwie noch toll nach Lavendel oder Himbeere. Muss es jetzt aber auch nicht. Ich mag den Essiggeruch. Also ich finde den Essiggeruch jetzt nicht schlimm. Ja, und der war auch top. Hat das Klöchen gut sauber gemacht. So, da habe ich hier was zum Essen. Das ist diese andere Zuckervariante. Ich habe dann noch die orangefarbene Dose. Zucker. Das ist jetzt der hat ein paar Kalorien. Der orangefarbene, der auf der Grundlage von diesem Erythrit basiert, den habe ich gerade noch, der ist, aber den seht ihr im nächsten, ich glaube, den habe ich euch schon gezeigt. Gibt es im DM, kostet 6, 7 oder 8 Euro, zwischen 6 und 8 Euro ist also ein Zucker, der, also damit mache ich nicht alles. Ab und zu, ich nehme meistens diesen Zucker entweder morgens für mein Müsli. Oder ab und zu, ich habe es auch mal ausprobiert schon, wenn ich, was habe ich, ich hatte irgend so einen Marmorkuchen, war es, glaube ich. Ja, da war das gut. Also es ist sogar zahnfreundlich. Und jetzt höre ich meinen Hund. Moment. Hi Puma. Ihr kennt das ja. Ja, Puma war gerade laufen. Alles klar? Ja, es ist erstaunlich. Wir haben ja heute Sonntag. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Es ist Sonntag. Ich war auch eben wählen. Heute ist ja der große Wahltag. Und das habe ich natürlich schon erledigt. Und jetzt war ja Puma gerade mit meinem Schwiegervater unterwegs. Aber es soll heute so drückend schwül warm werden. Ich war auch heute Morgen endlich mal wieder joggen. Ja, und das ist jetzt dieser kalorienreduziertes Süßungsmittel. Tooth friendly, also für die zahnfreundlich. Ja, warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Es ist ohne Gentechnik, Zucker und vegan. Und es ist halt, beinhaltet auf 100 Gramm 240 Kilokalorien. Dieses in der orangefarbenen Dose, dieses mit Erythrit-Dingsbums da, ist zuckerfrei, also hat gar keine Kalorien. Aber der hier schmeckt auch. Ich weiß jetzt nur nicht, hier steht 1 Gramm Zucker Premium gleich 1 Gramm Zucker. Also den kann man vergleichen 1:1 mit Zucker. Ich glaube, der in der orangefarbenen Dose, da war das etwas anders mit der Dosierung. Aber habe ich mir schon nachgekauft. Ja, ab und zu benutze ich das, dann spare ich mir halt so ein paar Kalorien. So, und Alverde Blumenwiese, die Pflegedusche, habe ich vor ein paar Tagen aufgebraucht erst. Limitiert leider, sehr schön aufgemacht hier mit den Mohnblumen. Ja, gibt es jetzt so, glaube ich, nicht mehr. War ein tolles Produkt mit Klatschmohn und Kornblume. War ein sehr, sehr angenehmer, ja, so typisch Alverde, naturkosmetisch, blumiger Duft. Würde ich nachkaufen, ja. Also trocknet meine Haut nicht aus, gute Inhaltsstoffe, macht mich sauber, was will man mehr. Dann, ja, das habe ich heute Morgen aufgebraucht. Ich dachte, ich brauche es eher auf, aber ich brauche davon nicht viel. Das ist die von Green Door, die Deo-Creme. Ohne Aluminium. Die habe ich schon nachgekauft. Die gibt es im DM. Oh, ich mag den Duft. Das riecht so richtig schön angenehm, frisch. Und man sieht es hier noch, das ist wie so eine weiße Paste. Da braucht man nicht viel von. Wirklich, nur ganz wenig und das verreibe ich mir unter meine Achseln. Das gibt keine weißen Flecken, also es zieht gut weg, es lässt sich gut verteilen und das ist wirklich die einzige, ich habe andere Deo-Cremes noch, ich habe auch einige schon weggetan, die funktionieren bei mir irgendwie nicht. Also danach irgendwann fühlt man sich nicht mehr so schön geschützt, aber die hier hat noch nie versagt, wirklich. Kostet auch ein bisschen mehr, aber lohnt sich. Also habe ich mit dem im DM gekauft. Ich weiß gar nicht, gibt es die auch im Rossmann? Könnte sein. Ja, Sacrotan, sanft zur Haut. Hier mein No-Touch-Handseifenspender. Kaufe ich mir immer wieder nach. Ich weiß, man kann die wohl auch irgendwie wieder neu befüllen und mit so einer speziellen 1:1, wie war das Verhältnis? So und so viel Wasser und so viel Seife. Ich weiß nicht mehr. Ich habe es mal zweimal probiert und es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Deshalb kaufe ich mir die erstmal immer nach. Das war jetzt hier mit Rhabarber und Basilikum. Sehr, sehr toller Duft. Ja, und ich mag diese Sacrotan. Gerade wenn du die Hände schmierig hast vom Kochen, vom Backen und dann einfach nur drunter halten. Ihr kennt es. So, ja irgendwie, wenn ich mir bedenke, was ich früher mal im Monat aufgebraucht habe,
Das ist jetzt, ich denke mal, dass ich 2 Monate kein Aufgebraucht-Video hochgeladen habe. Also, naja, dafür ist es gar nicht so viel. Aber interessante Produkte, wie jetzt auch das Shampoo Tropical Dream von Valea. Es war limitiert, weiß ich gar nicht. Habe ich mir Anfang des Sommers, glaube ich, gekauft. Sehr schön aufgemacht, günstig, ohne Mikroplastik. Sehr, sehr süßlicher Duft. Aber so eine angenehme Süße. Ja, also es war für meine Haare, ist auch ohne Silikone, lese ich gerade. Ich habe ungefähr noch so viel drin gehabt, so ein Viertel. Da konnte ich das irgendwie nicht benutzen. Es war gut für meine Haare, hat sie sauber gemacht, hat die Kopfhaut nicht ausgetrocknet. Aber ich konnte es irgendwie dann nicht mehr benutzen, hatte keine Lust mehr drauf und habe es dann für die Pinsel genommen. Und dafür war es auch super, für die Pinselreinigung. Aber für die Haare am Kopf war es auch nicht schlecht. So, ist halt günstig. Ja, dann haben wir natürlich, jetzt kommt so langsam auch wieder mehr die Badezeit, wo ich dann auch mal so Badezusätze verbrauche. Das habe ich neulich benutzt, das habe ich mal geschenkt bekommen. Fruchtiger Beerenduft, Cherry Berry von Tetisept. Sehr, sehr schön, man sieht schon. Ja, war schön. Ich glaube, das Badewasser war rötlich. Es war ein schöner, langanhaltender Schaum, pflegendes Schaumbad, war toll. War ein angenehmer Duft. Hier, das ist jetzt was, da habe ich wirklich beide ins Badewasser. Ich glaube, ich habe noch eins davon. Das habe ich mal geschenkt bekommen auch. Von Kneipp, hab dich lieb. Dieses, ja, süße Bärchen mit den Herzen. Himbeere, Preiselbeere. Da war das Badewasser auch rot, aber es hat nicht geschäumt. Aber sehr, sehr toller, angenehmer Duft. Es muss nicht immer schäumen. Wenn mir dann der Schaum fehlt, dann tue ich mir noch ein bisschen was vom Schaumbad dazu. Aber da habe ich das nicht gemacht. Und ja, da ich sehr viele Badezusätze hoppala habe, dann mache ich mir auch schon mal die Badewanne richtig voll und dann packe ich mir auch schon mal 2 davon rein. Dann habe ich nochmal den Sakrotan, aber Samtschaum, den liebt ja mein Mann. Aktuell habe ich ihn, glaube ich, nicht mehr. Ich mag den auch. Man braucht, der Schaum ist sehr, sehr ergiebig, ne? Und Vanille-Orchidee war das jetzt. Ja. Sehr, sehr schöner Duft. Oh ja, würde ich mir nachkaufen. Habe ich so noch nicht wieder entdeckt. Vielleicht mal bei Rossmann gucken. Aber um jetzt, damit ich zu einem Rossmann komme, muss ich weiter wegfahren. Weil der Rossmann hier bei mir in der Nähe, der vergrößert sich gerade. Das habe ich euch, glaube ich, letztens erzählt. Der hat zugemacht, weil er jetzt sich vergrößert. Und wenn alles gut läuft, irgendwann im Oktober ist dann Neueröffnung. Aber so, ich bin letztens hergefahren, wir haben ja bald Oktober. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich eher Ende Oktober. Lebensfreude, eine Dusche von Kneipp. Diese hier. Sehr, sehr toll. Also ich mag diese zitrischen Düfte. Gerade morgens oder nach dem Sport. Ja, das war richtig, richtig. Der eine oder andere würde jetzt sagen, Klostein-Zitrone. Wie so ein Zitronenbonbon. Zitrone pur. War richtig toll auf der Haut. Habe ich gut vertragen und ja, würde ich mir nachkaufen. Aber jetzt brauchen wir erstmal andere Sachen auf. Elmex, die zeige ich euch auch ab und zu. Das ist meine Lieblingszahnpasta. Das ist die auch leider die teurere Variante, die Repair Provence, wenn man das so ausspricht. Aber die ist bei meinen empfindlichen Zähnen wirkt die Wunder, ja. Also das ist wirklich, da brauche ich jetzt auch nicht so viel von. Wenn man Zahnfleisch bzw. gerade die Zähne, wenn die empfindlich sind, auch schon mal so auf Kälte und Wärme, dann finde ich, dann ja, als wenn da so, wenn man sich damit die Zähne geputzt hat, wie so ein Schutzfilm über den Tag verteilt. Also dann sind meine Zähne nicht so empfindlich. Deshalb, ich greife immer wieder drauf zurück. Dann haben wir uns nochmal die Hände sauber gemacht. Das hier, Terra Naturi, war auch leider limitiert. Amour Provence mit Lavendel und Bio-Feigenextrakt. Habe ich mir Müller gekauft, ne? Terra Naturi kriegt man hier im Müller. Ja, also die war schön, aber die hat sich sehr schnell verbraucht. Das waren jetzt 300 Milliliter, wie viel ist denn hier drin? 250. Also hier hatte ich gefühlt doppelt so, bin ich doppelt so lange mit hingekommen mit dem Schaum wie hier mit. Das war jetzt so eine cremige, oh, der Duft ist klasse, dieser Lavendelduft. Also der Duft ist 1A. Ich würde es mir nachkaufen, aber es war nicht so ergiebig. Also es hat sich sehr schnell verbraucht. Aber toller Lavendelduft.
Dann habe ich hier, meine Güte, ich würde sagen, wir haben uns fleißig die Hände, aber muss man ja auch, gereinigt. Nochmal Sakrotan, Handschaum, Samtschaum mit der Kirsche hier. Den finde ich auch klasse vom Duft. Kirschblüte und Rose. Ah, ja. Ja, ja. Wenn man das so sieht, ne? Aber gut. Genauso gerne verbrauche ich diese Ebelin Samtblattfeilen. Das sind etwas diese dickeren. Die kaufe ich mir gerne nach. Ich weiß, jemand hat mir auch gesagt, Nadine, kauf dir doch mal die Glasnagelfeile. Habe ich auch. Aber trotzdem brauche ich zwischendurch diese hier. Die hat eine feine Seite und hier eine grobe Seite. Ich weiß nicht. Ich mag die einfach. Und ich komme damit schon eine Weile mit aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die nach einer Woche benutzen in die Ecke knalle. Also da komme ich schon ein paar Wochen mit hin mit der Feile. Ich habe eine Glasnagelfeile auch, aber irgendwie komme ich dann noch nicht so mit klar wie mit der hier. So, was haben wir noch? Nicht mehr ganz so viel. Reinigungswaschgel fürs Gesicht. Terra Naturi, das habe ich mir auch mal im Müller gekauft. Und würde ich mir nachkaufen. Günstiges Produkt, super, nimmt alles aus dem Gesicht mit Micellentechnologie. Beziehungsweise ich reinige mein Gesicht ja vor. Also ich nehme mir mein Augen-Make-up vor, runter und dann hiermit. Irgendwie jetzt kleben meine Hände. Das war mit Aloe Vera. Es war so eine gelige Konsistenz, etwas so ein bisschen wie Gelee, aber es hat sich dennoch gut ins Gesicht verteilen lassen. Und ich meine, dabei war das so, beim Abwaschen hat das nochmal so aufgeschäumt. Und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das gefällt mir. So, dann habe ich, Moment, ich hole mal eben die restlichen Produkte raus. Das war's, ja. Vom Benecos habe ich mal auch im Müller, gibt es im Müller. Die liebe ich auch. Also, ja, das sind Reinigungstücher fürs Gesicht, die finde ich große Klasse. Happy Cleansing mit Aloe Vera auch. Vegan und ja, macht einen tollen Job. Kaufe ich mir immer wieder mal nach, wenn ich im Müller bin. Dann von Garnier habe ich noch den Augen-Make-up-Entferner, den grünen hier. Das ist ja so der, den ich früher schon oft gebraucht habe, vor ein paar Jahren. Den gibt es schon ganz, ganz lange hier. Ja, für sensible Augen, augenärztlich getestet. Entfernt auch wasserfestes Make-up. Ich weiß, also wasserfestes Make-up trage ich ja seltenst. Bis gar nicht, und aber normale Mascara, Augen-Make-up nimmt das hier sehr gut runter, kaufe ich mir immer wieder nach. Das habe ich mal geschenkt bekommen, das war von Yves Rocher, das Cotton, die Cotton-Dusche, die Baumwolldusche hier. So mit diesem, seht ihr, weißliche Masse. Und ja, Yves Rocher habe ich jetzt leider nicht um die Ecke. Toller, warmer, ja so ein warmer Wohlfühlduft und ja, könnte ich mir auch gut im Winter vorstellen. Hat einen guten Job gemacht. Ja, würde ich mir nachkaufen, wenn ich hinkäme. Das war's, ihr Lieben. Mein super süßer Beutel hier, den habe ich mal geschenkt bekommen, ist leer mit den Eulen hier. Ja, das war so der Müll der letzten. Ich habe jetzt Dekoratives noch nicht mit reingenommen. Ich bin noch dabei, meinen Schminktisch jetzt aufzuräumen und habe schon etwas beiseite gelegt. Ich glaube, ich mache mal separat ein aussortiert Video über meine dekorativen Produkte. Ja, weil ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Da kommt dann doch ein bisschen was zusammen. Da könnt ihr euch dann auch irgendwann drauf freuen. Ja, jetzt sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke für eure Zeit. Danke fürs Einschalten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.